Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Xeres Rückkehr. Wir befinden uns hier gerade im Ruckelparadies. Nee, eigentlich nicht. Okay. Wir versuchen jetzt hier erstmal hochzukommen, irgendwie. Aber mit Rucklern zu kämpfen. Okay, haben wir es jetzt mal bald. Dankeschön. So, auf jeden Fall kommen wir hier wieder raus, ne? Sehe ich das richtig? Okay, aber man muss hier sogar zwangsweise reinfallen. Was war denn das? Schiedsrichter! Wiederholung, hat es einer gesehen? Hallo? Aber es ist echt krass, dass ich das beim ersten Mal nicht bemerkt habe. Also, dass man da von außen. Okay, ich habe es noch nicht probiert, ne? Das war das Problem. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Darf ich jetzt hier? Schiedsrichter, hallo! Komm bitte, was ist denn das? So, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich versuche mich jetzt irgendwie ein, zwei Minuten dran. Weil wenn es nicht funktionieren sollte, dann ja, gehen wir einfach Richtung Hofpass. Hofpass. Hofstaat. Also Hofstaatpass. Gehen mal entlang zum Hofstaat. Und dann, ich krieg die Krise. Geht er jetzt hoch, Mann? So, da ist die Drecksau. Komm, komm. Warum? Was tut der denn? Der soll nicht weit springen. Der soll hoch. Du Fischgesicht. Na gut, das ist ja immerhin schon mal. Naja. Hallo? Jetzt hast du den Kopf angeschlagen. Das hast du gerade verdient. Da verliert er einfach die Kraft. So, pass mal auf. Können wir bitte hier? Komm, hier hoch. Jawohl! Kriegen wir's doch hey. So. Guck mal, da oben ist Kram. Meins, 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 meins. Ein Trank, ein Brot, ein Trank, Grog und Wasser. Dafür mache ich hier den ganzen Aufstand. Für so ein bisschen Scheißdreck. Naja, immerhin besser als nichts, ne? So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter, ohne Schaden zu nehmen? Naja, gut. Ist verkraftbar, ist verkraftbar. Ach, jetzt muss ich auch auf dem Weg wieder nach draußen oder was? Das ist ja auch wieder Witzel. Ah, wobei ich kann auch einfach. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Egal, leck mich doch im Arsch, komm. Gleich teleportiere ich mich hier raus. Jetzt einfach hier. Unweit! Stark! Haben wir hier noch irgendwas zum Schlachten oder so? Zufälligerweise. Alter Münze liegt da drin. Wie gesagt, eigentlich muss man, wenn man ganz genau alles gesehen haben will, muss man jeden Weg aus beiden Richtungen sich mal zu Gemüte führen, ne? Da hat man mehr von. Aber ich denke mal, dass wir hier soweit alles Wichtige mitgenommen haben. Ein paar Troller gibt es ja noch hier, aber das ist ein anderes Problem. Können uns auch im Prinzip genug Dingen kaufen. Hier Monster schrumpfen und dann machen wir es alle platt. Also ich glaube 2, 3 müssten noch verstreut hier sein. War da hinten gerade ein Gegner? Ne, das ist ein Vogel. Der nur der Atmosphäre dient. Und da dahinter ist es Freudenspenderparadies oder was? Das gucken wir uns mal genauer an, gell? Gehen wir mal durch. Gibt es da eigentlich einen Dingenwechsel? Einen Weltenwechsel? Nee, oder? Das ist einfach nur. Wie, da. Hä? Dort gibt es noch nichts für mich. Was soll denn das heißen? Kann ich da nicht hin, oder was? Kann ich da nicht hin? Im Ernst? Ich will da aber hin. Was soll denn das? Lass mich da. Okay. Ich sehe es ein. Das heißt, der eine Troll mit Namen. Warum bist du gerade gesprungen, Alter? Ja, egal. Der eine Troll mit Namen, die weiteren Trolle, die hier sind, und die Schattenläufer werden noch auf sich warten lassen. Und wir gehen jetzt wohl, naja, nochmal zum Moor. Ich will das mal probieren.
Das will ich noch mal versuchen. Den Kerl zu knüppeln. Ansonsten gehen wir zurück nach Corinis, kümmern uns um Marios Beförderung. So, noch nicht direkt links? Nee, erst da vorne links. Aber so sieht der Plan aus. Ich will jetzt mal versuchen, den Kerl umzubringen oder mit ihm zu sprechen. Es kam nochmal der Einwand, ich sollte mal versuchen, mit dem Ring der Verschleierung mit ihm zu reden. Das habe ich, glaube ich, eigentlich schon mal versucht und es hat einfach nicht geklappt. Der war einfach aggro und hat uns angegriffen, aber wir können es ja nochmal probieren. Ansonsten versuche ich, ich belasse es bei Versuch, versuche ich nochmal ihn zu töten. Und ja, entweder das klappt oder wir machen das erst später. Da verliere ich die Stimme jetzt sogar. So, da hinten rechts haben wir sogar noch eine Tür im Moor, die noch verschlossen ist. Also wir müssen eigentlich Schlösser knacken, jetzt mal endlich lernen. Ich glaube, so langsam wird es auch Zeit dafür. Ich überlege gerade, mache ich 45% Einhandkampf oder 75 Stärke beim nächsten Level ab. Müssen wir mal gucken. Der Punkt ist nur, erstmal Waffen ablegen, ne? Ich werde mir jetzt endlich mal das Schlösserknacken aneignen, denn dann sind endlich diese 20 überflüssigen Lernpunkte immer weg. Und ich muss auch auf nichts achten. Komm, gib dir Mühe, was ist denn das? Kerl. Geht doch. So. Der brennende Fremde. Da hinten ist er. Die Oldsau. Wartet nur auf uns. Der alte Drecksack. Der alte Drecksack. So. Ich würde sogar sagen, wir versuchen es mehrmals. Oh, wir haben genau 1500 Gold. Das geht bestimmt so dumm aus wie das letzte Mal. Aber egal. Fischragout esse ich, glaube ich, auch mal demnächst. Es gibt bestimmt noch Stärke dazu. So. Also erstmal versuchen wir mit ihm zu reden. Aber ich glaube, wir sollen ihn einfach umbringen. Jetzt bist du dran. Er greift uns einfach an. Ja, der zementiert uns gut weg. Stopp, Mist, Kerl. Wir müssen den. Also wir können nicht mit ihm reden. Das geht nicht. Der greift uns dann an. Und dann verlieren wir sogar noch unseren, unseren Überraschungseffekt-Bonus. Jetzt bitte. Apropos Überraschungseffekt. Er ist tot. Rostiger Zoohänder. Geisterrüstung! Diese Rüstung strahlt eine unheimliche Aura aus. Amin. Nichts da zu ist holen. Nicht zu der holen. Ist platt, der ist platt. Speicher sofort direkt. Zack, da guckst du dumm. Nichts zu holen. Blöde Sau. Ich glaube, es gibt einfach einen Bonus mit diesem heimtückischen Gedingsgedöns. Oh ja. Was? Schutz vor Waffen, Schutz vor Ball, Schutz vor was? Was ist denn das? Also, das ist mit der Minecrawler-Rüstung. Also, das können wir auch sein lassen, oder? Also, jetzt sind wir richtig krank. Jetzt scheppert's aber unheilig, ey. Leck mich im Arsch, du. Jetzt nur die Frage, ist hier noch irgendwer, mit dem wir reden können oder so? Hallo? Ist der Moor jetzt geheilt oder das Moor? Gehen wir nochmal da hinten zu dem Grab. Vielleicht ist da, Oh, da müssen wir aufpassen. Ich pack mal die Waffe weg.
auftauchen, sieht keiner mit der Magic. Ups. Also das ist ja jetzt brutal. Brutalst. Boah. Der hat mich beinahe noch auf die Schnauze gelegt. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt noch was Neues in dem Sarg drin oder so. Oder wie ist das? Nee. Ihr seht ein bisschen, ist das so animationstechnisch zwar nicht perfekt mit der Rüstung, aber mit diesen Mängel, die kann ich ertragen. Die kann ich guten Gewissens ertragen. Wenn der jetzt hier beim Sprung ein bisschen irgendwie verkorkst ist, das ist mir vollends egal. Also links ist nichts, da rechts ist auch nichts. Vielleicht wartet er ja am Ausgang. Oder gar nicht. Mit Piran reden oder so. So, Männer. Ich bin OP, jetzt geht's rund. Das Krasse ist, ich dachte erst so, ich weiß nicht, ob ich das falsch gelesen habe, ja, oder... Warte mal, vielleicht soll ich den noch auswählen. Ui. Ritualdolch des Versengens. Der sieht nett aus, ist aber... Naja. Kann man dem schnell zuschlagen? Naja, auch nicht schneller. Würde ich mal schätzen, oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich dachte eigentlich erst, die Rüstung wäre gar nicht so stark. Weil da stand... Also ich dachte, da stand dabei... 10 gegen... Warte kurz, ich zeige euch nochmal. Ich dachte nämlich ursprünglich, da stand... hier 10 vor Waffen, 10 vor Pfeilen und dann halt viel vor Feuer und viel vor Magie. Dann wähle ich sie aus. Steht da 130, 130, 170, 170. Ich sag mal, okay. Kann aber halt sein, dass uns jeder angreift, wenn wir die Rüstung tragen. Denn diese Rüstung strahlt eine unheimliche Aura aus. So, da ist vielleicht hier jetzt jemand drin. Weil rein theoretisch müsste sich ja jetzt was getan haben. Kann natürlich auch gut sein, dass wir das erst viel später machen sollen. Aber egal. Hoffen wir mal, dass ich jetzt hiermit keine Quest oder sonst was gecrashed habe. Achso, das ist nur Deko-Animationstechnisch. Ich dachte, da passiert irgendwas, aber okay, dann nicht. Also, ich hatte mich beim ersten Mal doch nicht verguckt, wenn wir mit dem Verschleierungsring ihn direkt von hinten attackieren, dann kriegt er volles Fund aufs Maul, aber Carraro. Da sieht er kein Land mehr, dann muss man einfach noch ein paar Mal, drei, vier Mal zuschlagen und seinen Schlägen ausweichen oder sie halt abblocken. Und dann frohe Weihnachten, dann gibt's Geschenke. So, ich frage mich eigentlich, warum ich jetzt hier zurücklaufe. Ich hätte auch einfach... Na egal, jetzt bin ich schon fast am Ausgang. Ich hätte eigentlich Dinge benutzen können, die Teleportationsrune. Aber egal. Jetzt ist es, wie es ist. Und ich gucke direkt mal, ob mich die Leute angreifen, wenn ich mit der Rüstung da auftauche. Ich muss sagen, mit den großen Schätzen im Moor habe ich jetzt noch nichts. Ne, also es hieß ja, da gibt es viel Kram zu holen. Außer, dass wir bis jetzt ein vollständiges Anti-Geister-Set bekommen haben, gefühlt. Mit der Rüstung und einem Ring der Verschleierung oder sonst was, ne. Auf der anderen Seite hat jetzt immer gerüstet. Aber warum gucken, ob mich Leute angreifen, wenn ich in der Nähe bin mit der Rüstung? Das könnte ja sein. Nee, ist es nicht. Der ist ja perfekt. Dann lassen wir so gerade an, ne? Wie gesagt, ich dachte jetzt, dass wir quasi diese Rüstung nur tragen können, wenn wir quasi von der Zivilisation weg sind, wisst ihr? So wie das mit Banditenrüstung der Fall ist. Unter Banditen wird man dann nicht angegriffen, aber mit einer normalen Rüstung. Aber andersrum ist andersrum, ne? Hey, du! Ne, ist der falsche, geh weg. Wie viel ist denn eigentlich wert? Nur 1200? Im Ernst? Als ob. Aber wir können niemanden drauf ansprechen, ne? Dass wir da Randale geschoben haben.
der anderen Seite war es ja auch keine Quest in dem Sinne. Das muss man dazu sagen. Eine Quest war es ja eigentlich nicht. Ich brauche Informationen. Was können wir hier noch kaufen? Wo gibt es was zu holen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wo gibt es was zu holen? Du meinst, diese Information kostet nur 50 Münzen? Kein Vergleich zu dem, was du finden kannst. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, komm, dann sag halt nochmal. Hier. Nun, das meiste, was im vorderen Bereich des Moores auf den offenen Wegen herumlag, haben Wagemutige schon geborgen, aber nicht alle haben es zurückgeschafft. Eine Moorleiche in Abenteurer Kluft verspricht also meist auch klingende Münzen. Ansonsten musst du eher abseits der Hauptwege suchen, im Morast, in versteckten Truhen oder verfallenen Gebäuden. Du kannst dich natürlich auch noch tiefer ins Moor begeben, als es die meisten bislang taten. Hin und wieder kann auch eine Spitzhacke hilfreich sein, wenn du auf alte Gräber triffst. Okay. Ach ja, rechts im Moor gibt es noch eine große Halle. Leider ist der Zugang versperrt. Demjenigen, dem es gelänge, sich Zutritt zu verschaffen, würde gewiss großer Reichtum erwarten. Okay. Das mit den Gefahren lassen wir aus, weil es kann nichts irgendwie gefährlich werden. Meint er denn den einen, die eine Tür, die verschlossen ist? Weil die können wir, glaube ich, mit den Dingen öffnen. Mit genug Geschick. Hat er noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Ach genau, dieses leise Laufen. Weißt du was, wir werden ja eh nochmal herkommen. Bis dahin sparen war. Hier Lernpunkte. Aber ansonsten können wir wohl zurück. Ja, nicht zum Großbauern, sondern zu dem anderen Bauern. Zu dem Bauern. So, Meister. Alles fit? Erhard. Ich will mal ganz kurz probieren. Wir werden ja hier auf einen Schattenläufer treffen. Ich weiß nicht, habe ich Schattenläufern Damage gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Denn der Sprung, den die Rüstung gemacht hat, der war ja unchristlich. Ja, von einer Lederrüstung auf eine Geisterrüstung. Aber okay. Weiß übrigens gar nicht, warum ich jetzt hier noch groß den Bogen ausrüste. Ich benutze ihn ja eh nicht. Ist sonst noch irgendwas drunter? Nee, ne? Aber wollen wir mal schauen, inwieweit wir jetzt einen Schattenläufer bekämpfen könnten. Also im Moor soll es noch viel geben. Und irgendwo ist der Weg versperrt, ne? Zu einem größeren Gebäude. Haben jetzt eigentlich den Typ schon umgebracht, der schuld daran ist, oder irgendwie, keine Ahnung. Klirrendes Metall bringt auch der Tod, das wissen wir ja. Erlösung bringt jenes, was der Brust des Moores entrissen wurde und löscht aus den dämonischen Leib, der mein Gefängnis. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas anderes machen. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr Bescheid wisst. Was fällt mir, da gibt's... Ach, da wäre noch dieses Minispiel, dieses Shakti. Das könnten wir eigentlich auch nochmal machen. Bevor wir einen Abgang machen, oder? Jetzt habe ich mich auch etwas nach hinten verschoben. Ich glaube, die Harpien, die bringe ich auch noch um. Da habe ich auch noch Bock drauf. Die mache ich auch noch platt. Ja, die mache ich noch platt. Die mache ich auf jeden Fall. Ja, die mache ich platt. Die Drecksdinger. Weiß, wo ist jetzt gerade ein Schattenläufer? Und fit kein. Das ist ja äußerst tragisch. Komm ich da nochmal hoch. Vorne rum auf jeden Fall. Ah, da ist doch der Dragsack. Jetzt geht's auf die Batterie. Ach, werd halt wach, juckt mich nicht. Okay, ich mach manchmal noch keinen Schaden. Aber ich kann ein paar Schläge aushalten auf jeden Fall. Bin zufrieden.
frage mich allerdings, ab wie viel Stärke wir ihm endlich mal Schaden zufügen können. Das wäre mal nett zu wissen, ne? Sollte aber jetzt aber demnächst sein, ne? Also 75 Stärke oder 100 würde ich mitrechnen. Sag mal, sind hier die ganzen Kräuter nachgespawnt oder war ich einfach nur ungründlich, ne? Oh, ich war ungründlich, da liegt sogar noch mehr. Der hat ein Stück Spalte gekriegt, ey. Goldene Halskette, aber die Axt kann ich nicht mitnehmen, ne? Warum auch? Ich glaube, das ist eine leichte Streitaxt. Die könnte man sogar gut verkaufen, naja, gut. In dem Fall halt nicht. Okay, links kommen wir auf jeden Fall zurück nach Corines. Da werden wir auch hineiern in der nächsten Folge direkt. Dann ist auch irgendwo so ein übergroßer Keiler. Den machen wir übrigens auch noch keinen Schaden. Was jetzt irgendwie tragisch ist. Deswegen versuche ich immer abzuwägen, ob ich jetzt quasi auf Einhandkampf gehen soll oder erstmal auf Stärke. Weil es wäre schon ganz nett, die endlich mal knüppeln zu können. So, da hinten sind die anderen. Werden wir in der nächsten Folge dann direkt angreifen. So wird's ablaufen. Dann würde ich sagen, ja, die Folge hat sich doch eigentlich relativ gelohnt. Wir sind äußerst gut weggekommen, sage ich mal, von dem Kampf jetzt, von dem Duell. Und die ganze Verzweiflung war es allemal wert. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt so sein soll, dass die so stark ist. Also ich weiß es wirklich nicht. Diese Rüstung strahlt auch eine unheimliche Aura aus. Also vielleicht hat es noch irgendwas damit auf sich. Vielleicht verlieren wir es auch oder sonst was. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt mir ja schreiben, ob das jetzt überhaupt sinngemäß war, den Typ quasi zu töten, diesen Fremden. Ne? Das alles. Oder ob man die Rüstung überhaupt bei dem looten kann oder soll oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, innere Ländl warten noch einiges auf uns. Und auch der Hofstaat. Allerdings zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Hofstaat noch gar nicht integriert oder es kommt im zweiten Kapitel noch auf uns zu. Aber ich denke mal, Xeres Rückkehr ist ja soweit eigentlich fertig, deswegen. Vielleicht erfahren wir dann in Kapitel 2 mehr. Auf jeden Fall, ja. Wir töten in der nächsten Folge die Harpien, gucken, ob da oben noch was drauf ist. Auf dem Außenposten, Wachturm, was auch immer. Und dann gehen wir zurück nach Corines, helfen Mario und erlernen Schlösser knacken und dann geht's richtig rund. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.